das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Benjamin Duda und der BAK empfangen die Germania aus Halberstadt. Zwei Siege aus zwei Spielen holte man. Die Gäste unter Trainer Manuel Rost warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Der Berliner AK mit neuem Gesicht in dieser Saison. Das Team wurde verjüngt, auf Dudas Spielidee angepasst und das bisher mit Erfolg. Mit einem Sieg heute wäre der BAK Tabellenführer. Und da ist auch schon Joel Richter. Frei vor Zichos, Blitzstart, gerade mal 3 Minuten gespielt. Halberstadt tut sich schwer. Vor allem am Spielaufbau hapert es heute. Und immer wieder individuelle Fehler. Baudis. Und das ist wieder Joel Richter. Ein Tor und eine Vorlage bisher für ihn in dieser Saison. Hier schon die zweite gute Chance für ihn nach nur 15 Minuten. Knapp eine halbe Stunde gespielt. Weiter nur der BAK. Ben Florian Meyer ist der Mann für die Standards. Und da ist der Ball im Tor. 1:0 BAK. Meier in Koproduktion mit Kapitän Jasula. Jasula noch mit dem Hinterkopf am Ball. Hochverdient die Führung zu diesem Zeitpunkt. Von Halberstadt ist nichts, aber auch gar nichts zu sehen in Durchgang 1. Erschreckende Vorstellung bis hierhin. Und umso befreiter spielt der BAK auf. Nico Lübke vertändelt hier leichtsinnig den Ball. Geht zurück in die Kette. Geht auf Meier zu, aber dann das entscheidende Foulspiel von Schrewe. Elfmeter für den BAK in Minute 39. Und das ist natürlich eine Aufgabe für Jasula, der Anführer und Routinier bei den Berlinern, gegen Lukas Zichos. Und Jasula verwandelt. 2:0 BAK. Und dieser Jubel spricht Bände. Toller Teamgeist in dieser Saison. Diese Truppe hat einfach richtig Spaß am Fußballspiel. Zichos machtlos, hat zwar die Ecke noch, aber der Elfmeter ganz stark getreten. Und so langsam mutet es hier an wie in einem Trainingsspiel. Es spielt nur eine Mannschaft in Halbzeit 1. Und da ist wieder Joel Richter. Letzte Aktion vor der Halbzeit. Der BAK spielt sehr souverän. In dieser Saison kassierte man noch keinen Gegentreffer und ist auf dem Weg zum dritten Sieg im dritten Spiel. Krasniqi hat hier noch das 3:0 auf dem Fuß. Das gefällt auch Cheftrainer Benjamin Duda. Auf den Rängen auch mit dabei Trainerlegende Ingo Kalisch vom FSV Optik Rathenow. In Halbzeit 2 ein leicht verbessertes Bild bei den Gästen. Der Wille ist jetzt in Ansätzen spürbar. Mit den beiden Gegentoren kassierte man schon 7 Tore in 3 Spielen. Die Verunsicherung ist groß. Und diese Szene symptomatisch für Germania Halberstadt in dieser Saison. Justin Eilers haut hier in die Luft. Weiterhin keine Torchance für die Gäste. Doch die soll es dann doch noch geben. Gut 75 Minuten gespielt. Baudis mit dem Zuckerpass. Kors spielt rüber und Justin Eilers in die 5. Etage. Der BRK gewinnt das 3. Spiel in Folge. Und so grüßt das Team um Anführer Jasula jetzt von der Tabellenspitze. Ja, ich meine, ich bin auch der Älteste. Und probiere natürlich meine Erfahrung den Jungs mitzugeben. Ich sehe mich ja, als Teil der Mannschaft und will einfach den Jungs zur Seite stehen und helfen und mit meiner Qualität natürlich auch helfen. Ja, wir haben ja das Gesicht der Mannschaft komplett verändert, verjüngt und ich denke, genau so spielen wir Fußball. Jung, hungrig, dynamisch, offensiv, egal ob wir den Ball haben oder ob wir ihn nicht haben. Wir wollen immer angreifen. Das wird deutlich und mit welcher Leidenschaft, mit welcher Intensität die Jungs das umsetzen, ist der Erfolgsschlüssel. Ja klar, mit dem einen oder anderen immer noch, gerade wenn man sich dann so wie heute sieht, ist hier und da ein Smalltalk drin. Letztlich hab ich vor dem Spiel auch schon gesagt, ich bin jetzt länger beim BAK als in Halberstadt. Ja, der Fokus geht natürlich uns, klar. Hoch beim BAK, Krise in Halberstadt. Ja, im Endeffekt sind wir eine Mannschaft. Ja, habe ich wieder 2 Gegentore gekriegt, dann kann man immer sagen, man hätte mehr machen können, aber... Ich gehe auch zum Team und jeder muss seine Leistung bringen. Wenn wir alle unsere Maximalleistung abrufen, werden wir auch wieder die Klasse halten. Schlüsselspieler und Mann des Spiels, Jürgen Jasula. Beim BAK wurde im Sommer richtig gut gearbeitet. Und Benjamin Duda lässt eine klare Spielidee erkennen.
Am Freitag geht es zu Rot-Weiß Erfurt.